Wir befinden uns heute auf Sylt in Westerland am Weststrand. Seit vielen Jahren finden auf der ganzen Welt große internationale Cleanups statt. Und wir beteiligen uns dieses Jahr gemeinsam mit der IG Metall und Sea Shepherd und machen halt jetzt für die nächsten 8 Kilometer den Weststrand von Sylt sauber. Jetzt viel Glas, Plaste. Also hier ist schon eine Dose dabei, ein Glas, irgendein Schaumstoff, eine Plastikmülltüte. Luftballons, ganz viel Styropor. Aus Frankreich höchstwahrscheinlich oder aus Belgien, man weiß es nicht ganz genau. Und das sind jetzt ja 100 Meter, die wir gelaufen sind. Und man findet trotzdem super viel, obwohl man es auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Wir räumen jetzt seit weniger als 20 Minuten auf und haben schon ganze Müllsäcke voll. Und der Weststrand von Sylt gilt als einer der saubersten Strände Europas. Ja, es ist alles Chemie, die irgendwie wieder in die Natur geschwemmt wird. Plastik stellt halt 80% des Mülls inzwischen auf der Welt dar. Wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke, was ich alles so für Plastikzeug jeden Tag in die Hand nehme, ist es natürlich schon viel. Es sind ungefähr so 10 Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr ins Meer gelangen. Und jedes Jahr sterben um die 1 Million Seevögel und 100.000 Meeressäuger an Plastikverschmutzung allein. So, wir sind jetzt ungefähr 2 Kilometer gelaufen und unser Müllsack ist schon deutlich voller geworden. Und ich glaube, wir haben noch einige Kilometer vor uns und da wartet noch ganz viel Müll auf uns. Natürlich werden wir damit jetzt nicht die ganze Welt verbessern, aber schon jedes gerettete Tier oder jeder Müll, der weg ist, ist schon mal Erfolg. Es geht natürlich um unsere Welt und unsere Zukunft, die wir haben. Und das sind natürlich nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch unsere Umwelt. Weniger Plastiktüten verwenden, versuchen halt mehr wieder auf Glas umzustellen, weniger Plastikverpackungen zu benutzen, vor allem wenn wir Obst einpacken oder Kleinigkeiten, auf jeden Fall auf die Plastiktüten verzichten, Stoffbeutel benutzen. Und einfach grundsätzlich da versuchen, einfach weniger zu konsumieren, was Plastik angeht. Im Endeffekt ist hier die Müllhalde das Ende von allen Produkten, die hergestellt werden. Und das können wir nicht ignorieren. Also das Thema Umweltschutz ist aus unserer Sicht total wichtig. Und ich glaube, dass das in der Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Und wir als IG Metall müssen da auch mal vorangehen.